Solltest du als Fachwirma den Black Friday auch nutzen und wenn ja, wie? Das erfährst du heute in diesem Video. Viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico Becker. Ich habe mir heute wieder den Sahad Sharma an meine Seite geholt. Und du hast es schon gehört, wir werden heute über den Black Friday sprechen, beziehungsweise generell über, ich sage jetzt mal, solche Aktionstage. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Wie sollte man damit umgehen? Was erwartet dich da überhaupt? Das werden wir heute, wie gesagt, einmal besprechen. Und wie gesagt, das Ganze aufgrund des heutigen Tages, mal ein Beispiel des Black Fridays. Also ich denke mal grundsätzlich, der Black Friday ist eigentlich jedem ein Begriff. Ja, ist halt ein Shopping-Aktionstag, der im November durchgeführt wird, wo es halt ja, überall im Internet Rabatte gibt ohne Ende. Und die erste Sache, die wir heute einmal besprechen wollen, ist, was hat das überhaupt für Auswirkungen? Was hat das auch jetzt schon für Auswirkungen am 14.11.? Und es ist eigentlich ganz einfach erklärt. Also es ist halt so, natürlich, man fängt jetzt schon oftmals da an, halt vorher Werbung für zu machen. Ja, sehr große Unternehmen, hast du wahrscheinlich schon gesehen, machen auch sowas wie eine Black Week. Das heißt, das Ganze läuft immer schon relativ früh. Und wir sind jetzt gerade halt an einem Zeitpunkt, wo super viel Geld in den Markt reingepumpt wird. So, das hat dann meistens zur Folge, dass die Werbung ein bisschen teurer wird. Das heißt, du musst jetzt vielleicht im November ein bisschen mehr für deine Anfrage bezahlen. Das ist aber mehr oder weniger normal. Und die Frage, die wir natürlich auch noch beantworten wollen, ist, solltest du jetzt selber irgendwas im Bereich Black Friday machen oder nicht? Dazu wird dir aber mein Kollege ein bisschen mehr sagen können. Generell ist es ja so, Werbung macht immer Sinn. Muss man erstmal mit dem Einstieg anfangen. Es ist jetzt nicht so, dass du unbedingt nur am Black Friday Werbung machen solltest. Das heißt, wenn du das ganze Jahr keine Werbung machst, aber dir jetzt speziell davor nimmst, Werbung zu schalten, dann kannst du es auch sein lassen. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass das dein ganzes Geschäft in empor steigen lassen wird, nur weil du jetzt diese eine Woche Werbung machst. Also genereller Hinweis oder Input von uns, wenn du Werbung machst, mach konstant Werbung. Ja? Wenn du ein bisschen mehr Budget über hast für eine gewisse Woche und du sagst ja, okay, ich möchte in diesem Zeitraum auch bekannt da sein oder die Aktion nutzen, dann sinnvoll, ja. Aber ganzes Budget in diese eine Woche stecken, auf keinen Fall. Weil damit verlierst du eigentlich nur. Die Big Player, also ich rede jetzt von den wirklichen Big Playern, die es in jeder Branche gibt, das heißt, egal ob du jetzt Küchen verkaufst, Terrassen, Solar oder, die Big Player haben noch mehr Werbebudget. Das heißt, du gehst in einen Konkurrenzkampf, den du so oder so hast, immer, das ganze Jahr, aber gerade zu diesen Zeiten noch viel, viel mehr. Deswegen würde ich auf jeden Fall, was ich am Anfang gesagt habe, nicht das ganze Geld da reinstecken, weil du könntest eigentlich auch viel mehr verlieren, weil du Geld ausgibst, was du halt und trotzdem nicht gesehen wirst halt in deiner Zielgruppe. Ja, also sehr spannender Punkt auf jeden Fall. Wenn wir uns jetzt mal, ich sag mal, diese Grundsatzfrage einfach stellen. Ja, viele sagen ja, okay, ich mache jetzt zum Beispiel Launches, also einfach solche Aktionstage, meinetwegen 5-mal im Jahr, 6-mal im Jahr, wie auch immer. Oder soll ich jetzt halt regelmäßig Werbung machen? Also, wie mein Kollege schon erklärt hat, unsere Philosophie ist es halt, regelmäßig Werbung zu machen. Das würden wir auch dir empfehlen, setzen wir eigentlich auch mit jedem Partner so um. Wenn es extra Budget gibt, dann kann man, wie gesagt, an solchen Tagen sehr gut nochmal was machen, kann man sich was einfallen lassen. Aber grundsätzlich, die Vorteile von regelmäßiger Werbung sind einfach, du hast viel mehr Optimierungsmöglichkeiten. Aber wenn du jetzt mal an einem Wochenende so ein bisschen Budget wirklich raushaust, dann weißt du halt im Grunde genommen nur was über diese 3 Tage. Und das Risiko ist halt auch riesig. Also wenn du jetzt mal Pech hast und an diesen 3 Tagen ist von mir aus irgendwas anderes, irgendein Ereignis, was wir jetzt nicht vorhersehen können oder so, dann geht halt meinetwegen 2 Monate Planung oder wie auch immer, gehen halt irgendwo in den Bach runter und das ist nicht so wirklich sinnvoll. Also grundsätzlich sind solche Tage ja, auf jeden Fall interessant, bieten auf jeden Fall eine Chance, auch für dich als Fachhändler oder Handwerker. Man muss das Ganze aber sehr gut planen und auf jeden Fall erst an Stelle Nummer 2 sehen, wenn du halt regelmäßige Werbung an Stelle Nummer 1 hast. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, der Black Friday steht vor der Tür, du weißt, okay, Werbung wird tendenziell jetzt ein bisschen teurer werden, das ist aber überhaupt nicht schlimm, also kein Grund, die Werbung auszuschalten. Und dann kommt man da auch relativ gut mit zurecht. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Abonnier auf jeden Fall diesen Kanal, gib uns einen Daumen hoch, schreib uns einen Kommentar, wenn du dazu eine Frage hast. Und wenn du wissen möchtest, ja, wie kannst auch du dich auf solche Aktionstage vorbereiten, wie könnte so eine Kampagne für dich aussehen, melde dich gerne bei uns, wir klären das gerne mit dir durch. Und dann bis zum nächsten Video. Viel Spaß.